Swisscom-Zentralen wie diese hier in Steffisburg sind Knotenpunkte für die Vernetzung der vielen Kundenanschlüsse. Mit dem Ausbau des Mobilfunknetzes sowie des Breitbandnetzes mit Glasfaser bis ins Haus steigen auch die Anforderungen an die Zentralen. Die Betriebssicherheit muss bei Stromausfällen gewährleistet sein und die Effizienz soll den heutigen Anforderungen entsprechen. In einem Pilotprojekt werden nun Zentralen mit unterschiedlichen Voraussetzungen am Standort mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Das Smart Energy Team von Cablex installiert an der Zentrale in Steffisburg Photovoltaikmodule an der Fassade und auf dem Dach des Gebäudes. Zusätzlich werden zwei Ladestationen für Elektroautos errichtet und ein Wechselrichter eingebaut. Im Rahmen des Pilotprojekts wird auch die Huawei-Plattform Fusion Solar integriert und aufgeschaltet. Darüber werden die Produktions- und Eigenverbrauchswerte des gesamten Gebäudes getrackt. Fusion Solar bringt keine weiteren laufenden Kosten mit sich. Nach der Kontrolle des Dachs beginnt die Installation mit dem Einmessen und dem Anbringen der Unterkonstruktion für die Photovoltaikmodule. Cablex unterstützt den Kunden von der Planung über die Wirtschaftlichkeitsberechnung bis hin zur Realisierung, Betrieb und Unterhalt. So sind die Kosten der Anlage über den gesamten Lebenszyklus transparent und kalkulierbar. Cablex bietet verlässliche und termingerechte Realisierungen und Lösungen, die mit möglichst wenig Aufwand für die Kundschaft verbunden sind. Durch die Installation der Photovoltaikanlage mit Profis aus dem eigenen Unternehmen kann Cablex direkte Ansprechpartner zur Verfügung stellen, die mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut sind. So steht den Kunden auch für den Service und den Unterhalt immer ein fachkundiger, direkter Kontakt zur Seite. Nach der Installation der Module können 13% des Energieverbrauchs der Zentrale in Steffisburg über den Strom aus der Photovoltaikanlage gedeckt werden. Die Zentrale ist derzeit noch nicht mit Glasfaser ausgebaut. Dadurch ist der Stromverbrauch der Komponenten zu hoch, um die Zentrale autark, also ausschließlich über Solarstrom, zu betreiben. Aus diesem Grund wurde auch auf den Einbau eines Batteriespeichers verzichtet. Der gesamte Solarstrom wird somit direkt vor Ort verbraucht. Der nächste Pilotstandort, der Erkenntnisse liefern soll, befindet sich in Ebikon.